Hi Leute, ich bin Skepper1232 und nein, heute kommt kein Let's Play in diesem Video. Heute werde ich mal etwas bisschen erklären, und zwar, wie benutzt man Roblox Studio überhaupt? Das Ding ist, Leute, Roblox Studio ist so ein Programm, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man das zum ersten Mal benutzt. Bei mir war es auch so, ich habe es überhaupt nicht verstanden, bis ich irgendwann auf die Roblox-Website gegangen bin und mir alles auf Englisch durchgelesen habe, wie man überhaupt was macht, wie man die Kamera bewegt, was überhaupt bestimmte Knöpfe machen. Und ja, in diesem Video will ich euch einfach nur kurz zeigen, wie man mit Roblox Studio klarkommt und was halt man hier machen kann. Deswegen sehen wir hier, wir sind im Hauptbildschirm, wo wir halt auswählen können, welches Roblox Game wir sozusagen als unseres gestalten möchten. Wir haben hier einmal die Baseplate, das ist eine erneuerte Version von der Classic Baseplate. Also ich bin eher so ein Typ, der benutzt immer Classic Baseplate, um halt selbst Spiele zu machen, weil da ist es etwas entspannter. Aber Baseplate ist halt so, das hat so Hightech-Beleuchtung, hat auch so Distance Lightning und so. Also das ist etwas hübscher. Also wenn man halt so klassische Spiele machen will, wo man halt selbst die Beleuchtung einstellen möchte, dann kann man eine Classic Baseplate nehmen. Aber wenn man halt schon echt schöne Beleuchtungen haben möchte, dann geht man halt auf das Standard Baseplate. Dann haben wir einmal Flat Terrain oder Terrain, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen ausspricht. Das ist genauso wie Classic Baseplate und Baseplate, nur mit dem Unterschied, dass der Boden halt aus diesem Gras besteht. Das werde ich euch auch zeigen, wie man das benutzt, wie man Berge mit diesem Gras-Terrain oder Terrain entwickelt. Dann haben wir hier einmal eine Map, die schon gemacht wurde. Also es ist fast wie Garry's Mod, wenn man sich das vorstellt. Village ist halt so eine Map, die ist halt klein, da hast du halt so ein kleines Dörflein. So, und da kannst du halt auch alles abändern. Dann haben wir auch hier Castle mit einer Burg, die vorgebaut wurde für euch. Suburban oder Urban. Das ist halt so eine kleine Stadt mit Spielplatz, Tankstelle und so weiter. Dann Racing, also Vorlage für ein Rennspiel. Ist halt auch ganz nett, also mit so einer kleinen Rennstrecke. Pirate Island habe ich noch nie benutzt, wirklich noch nie. Aber ich weiß, schon vom Bild her sieht man einen Vulkan, Wasser, Schiffe, also das wird auch schon alles drin sein. Dann Western, das kenne ich auch. Das ist so auch so ein kleiner Bereich, einfach so, der im Wilden Westen spielt. Dann haben wir einmal City. Das ist im Prinzip eine kleinere und ältere Version von Suburban. Die kann man auch sich geben. Dann Obby. Obby benutze ich normalerweise nicht mehr. Ich benutze Classic Baseplate, um daraus halt ein Obby zu machen. Aber Obby kann man auch benutzen, weil halt dieses Checkpoint-System schon fertig ist und so. Und da sind auch schon so ein paar Stages aufgebaut. Starting Place ist eigentlich genau der Ort, wo man mit Roblox Studio anfangen soll. Deswegen gehen wir da auch gleich rein. Line Runner ist einfach so eine Art Subway Surfer, nur halt in 2D. Da könnt ihr auch alles umstellen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch daraus so ein komplettes Spiel herstellen. Capture the Flag erklärt sich von selbst. Es ist einfach ein Ballerspiel oder halt, wenn ihr Bock habt, auch ein Nahkampfspiel mit Schwertern und so, wo es halt darum geht, Flaggen einzusammeln. Team slash Free for All Arena, das ist halt wieder wie Capture the Flag, nur halt, dass man frei herum töten darf oder zerstören. Combat, das ist halt buchstäblich ein Shooter. Nur halt, ihr seht, da ist fast gar nichts. Also da könnt ihr auch selbst so Gebäude aufbauen und so weiter. Ich meine, man hat hier eine M16, ein Schwert und ein Medipack. Das heißt, die drei Sachen habt ihr schon drinne. Movie Simulator und Mansion of One, das sind halt so zwei Eventspiele, die man früher benutzen konnte. Beziehungsweise ihr könnt die trotzdem benutzen, aber früher waren die halt dazu da, dass ihr halt ein bisschen mehr mit Roblox Studio klarkommt. Also da wird auch meist viel erklärt, so was machen die Skripts und so. Aber ja, wir gehen jetzt mal zu Starting Place. Genau da, wo es für jeden eigentlich anfängt. Leider ist es bei mir nicht so angefangen. Aber ja, ihr seht hier schon, das ist das Spiel, das die meisten kennen von euch, dieses Spiel. Das ist meistens so ein Spiel, da kommt man auch rein, wenn man beispielsweise gebannt, also wenn man gebannte Spiele sieht, dann sehen die immer meistens so aus. Oder wenn ihr halt ein eigenes Spiel habt auf eurer Gameliste, und dann seht ihr einfach, yo, das ist halt dieses Spiel. Und ja, hier wird euch im Prinzip erklärt, wie man sich hier bewegt. So. Ich erkläre euch eigentlich im Prinzip das Beste, was ich euch, also das Beste, was ich jetzt gelernt habe, bringe ich euch jetzt bei. Und zwar erstmal die Steuerung. Wie kommt man in diesem Game zurecht? Also, Roblox Studio ist ein Programm, das könnt ihr nur mit PC spielen oder benutzen. Es ist ja kein Spiel. Und ja, bewegen tut ihr euch so. Ihr drückt die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu drehen. Und WASD benutzt ihr, um euch in eine Richtung zu bewegen. Hier nach links bei A, bei D nach rechts, bei W geradeaus und bei S nach hinten. Je nachdem, wie ihr die Kamera dreht, könnt ihr auch in die Richtung fliegen. Und falls ihr so denkt, yo, das bewegt sich viel zu langsam, dann könnt ihr das Mausrad nach vorne drehen.
AKA das, was man zum Einzoomen gebraucht hat. Und ja, so bewegt ihr euch schneller. Also je schneller ihr dreht, desto schneller bewegt ihr euch. Und beim Rückwärtsgehen ist es genau gleich. Könnt ihr auch nach hinten drehen, dann seid ihr eigentlich auch schneller. So, das ist die Steuerung, ja. Also ihr habt auch noch die Leertaste, die halt nichts macht. Ich meine, die konnte früher einen einfach nur gerade, also gerade nach oben bringen. Shift macht euch einfach nur langsamer. Das heißt, wenn ihr so versucht, so geile Filme irgendwie zu machen, wie beispielsweise das hier, dass es einfach so langsam nach vorne geht. Irgendwie so ein Cinematic-Film, dann könnt ihr es auch genau so machen. Dann sieht das halt so geil aus. Und ja. Was gibt's denn hier noch zu erklären? E und Q könnt ihr benutzen, um hoch und runter zu fliegen. Ich meine, das war früher mit Leertaste auch der Fall, dass man da hochfliegen konnte. Ich bin mir nicht sicher. Ich komme halt aus einer alten Roblox-Zeit. Da meine ich, war es halt wirklich auch so, dass man mit der Leertaste nach oben fliegen konnte. Jetzt ist es mit E und Q, was aber auch nicht schlimm ist. Und ja. Oben habt ihr auch eine Leiste. Das ist eine der wichtigsten Leisten, die ihr braucht. Und ja, hier ganz links seht ihr leider Paste, Copy, Cut und Duplicate. Die können wir gerade noch nicht benutzen, weil wir noch nichts ausgewählt haben. Aber wir gehen ein bisschen weiter. Select ist halt, wenn ihr das auswählt, dann könnt ihr hier beispielsweise so einen Baum bewegen und so weiter. Mit der Taste R könnt ihr den Baum auch drehen, wie ihr möchtet. Und ja, rechts von Select ist Move. Move ist etwas angenehmer, da könnt ihr beispielsweise die Richtung etwas entspannter bewegen. Beispielsweise bei Select ist es halt so. Ihr seht, ihr könnt ihn frei bewegen und bei Move ist es halt etwas professioneller, wenn ihr halt auf Zentimetermaßen arbeiten möchtet, dann könnt ihr sie so ziehen. Also je näher ihr hier dran seid, desto präziser könnt ihr diesen Baum bewegen, aber je weiter weg, ja, dann seht ihr, könnt ihr auch echt schnell bewegen. Dann rechts von Move Tool haben wir den Scale. Scale versteht man unter Skalierung, also wenn ihr sagt, yo, der Baum ist zu klein, dann ja, klickt ihr einfach den Baum oder den. Wenn ihr die Steuerungstaste, also unter dem Shift-Knopf, gedrückt haltet und halt einen ausgewählt habt, könnt ihr auch mehrere Objekte nehmen. Da seht ihr dann, wenn die markiert, upsala, dann könnt ihr auch hier mehrere Sachen markieren. Wenn ihr sagt, yo, diese vier Bäume möchte ich jetzt groß haben. Also ja, wenn ihr die markiert habt, könnt ihr die Taste loslassen und könnt euch mit rechter Maustaste wieder bewegen. Also wenn ihr die linke Maustaste drückt, dann bricht halt alles ab. Das heißt, Steuerungstaste gedrückt halten, alles anklicken, was ihr skalieren möchtet. Steuerungstaste loslassen, Rechtsklick. Und ja, WASD könnt ihr trotzdem benutzen. Und ja, wenn ihr wollt, dass diese Bäume größer sind, diese vier Bäume, die ich jetzt markiert habe, dann habt ihr halt diese Kugeln. Und da wird euch gezeigt, in welche Richtung sollen die jetzt groß werden. Sollen die jetzt nach rechts sich gleich bewegen, wenn die größer werden, oder nach oben? Wenn ihr sie nach oben bewegt, dann werden die halt gleich in der Luft stehen. Bei dem blauen, wenn die halt ein bisschen rechts bewegt. Und nach beim unten, das grüne nach unten. Und beim rot halt in die Seite. Also, sagen wir mal so, ich möchte, dass die jetzt ein bisschen nach rechts sich vergrößern, ja? Seht ihr, die werden etwas größer, aber die bewegen sich halt auch in die Richtung. Könnt ihr auch sagen, yo, so ist das halt ein bisschen chaotisch aus. Könnt ihr aber Move-Tool benutzen, dann wieder hochziehen. Man sieht, der Baum geht dann aus der Erde raus. Könnt ihr perfekt so machen, zack. Ja, jetzt habt ihr das Problem, dass dieser Baum halt etwas blöd ist. Dann könnt ihr wieder zurückschieben. Zack. Der ist auch noch am Fliegen, der Kollege. Zack. Der Baum ist gut. Der Baum ist schon fast an dem Fluss, aber ist auch gut. Und dann habt ihr noch den Part mit dem Namen Rotate neben Scale. Rotate ist im Prinzip, ja, das Drehen. Ich habe ja gesagt, man kann mit der Taste R, wenn ihr auf Select geht, könnt ihr mit der Taste R einfach den Baum um 90 Grad drehen, je öfter ihr klickt. Und bei Rotate habt ihr es etwas entspannter. Da könnt ihr, ja, ein bisschen besser drehen. Könnt ihr von links nach rechts drehen oder ein bisschen im Uhrzeigersinn oder halt beim Roten auch. Auch von der anderen Seite. Und ja, dann kommen halt diese Modien wie Collision, Joint Surface. Das benutze ich leider nicht. Aber ich werde es irgendwann mal für euch erklären. Leider benutze ich die selbst nicht, deswegen. Ja, jetzt kommt halt Editor. Ihr seht, hier unten hat sich jetzt ein Fenster geöffnet. Da steht Generate, Import und Clear. Also Import ist halt was, wenn ihr was gespeichert habt. Ich habe leider nichts gespeichert, deswegen ist bei Import, denke ich mal, nichts. Generate ist halt buchstäblich, ihr gebt halt irgendwelche Koordinaten ein und dann wird so eine Map wie diese hier generiert. Also wie in Minecraft, das ist so also ähnlich wie in Minecraft. So, ich gehe mal hier drauf, Generate, da sieht man, das ist schon generiert. Könnt ihr das hier so weit ziehen, wenn ihr wollt, dass dieses Terrain ein bisschen größer wird, dann zieht ihr es hier so weiter. Sagt ihr, yo, das ist ja die Insel und das, was in diesem Blauen ist, das soll jetzt noch erweitert werden. Ja, dann habt ihr hier unten halt diese Size-Gedöns. Keine Ahnung, da kann man, da steht ja 1000 drauf. Können wir 2000 machen, da haben wir wieder diese Größe von diesem blauen Block.
Material könnt ihr auch alles einstellen mit Wasser und so, was alles so da sein soll. Was für Biome. Wir nehmen einfach alle. Alle Biome. Biomgrößen. Keine Ahnung. Kann man auch selbst entscheiden. Höhlen können da auch drin bleiben. Seed, das ist jetzt das Lustigste. Da könnt ihr einfach irgendwas eintippen. Keine Ahnung, was soll ich denn da eintippen? 1, 2, 3, 2, wegen Kappa 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 und wieder 5. Dann drückt ihr auf Generieren. Jetzt seht ihr, die Map lädt jetzt. Also das, was ihr jetzt eingetippt habt mit den ganzen Einstellungen, das wird jetzt geladen. Das kann jetzt natürlich dauern. Ihr seht, mein PC ruckelt auch, weil das halt alles laden tut. Und jetzt sieht man, das lädt gerade über die andere Map, was eigentlich echt traurig ist. Aber ihr seht, so ist es eigentlich auch fälschlich, wenn man beispielsweise eine Map gestalten will und man denkt sich so, ach, bin ich so gut darin, lass doch einfach irgendwas generieren. Ja, dann könnt ihr im Prinzip so eine eigene Welt generieren, die komplett random ist und ihr könnt sie nicht beeinflussen. Ja, ihr seht, wir haben jetzt ein paar Wüsten, Lava, ein bisschen Wasser haben wir hier, die Dürre, Plains. Oder wie nennt man dieses Biom? Ja, tatsächlich Plains, okay, ist sogar wie bei Minecraft. Okay, da haben wir sogar Canyons, so ein kleiner, dieses kleine orangene Stück. Ich weiß nicht, sehen wir jetzt Arktik? Wo ist Arktik? Irgendwo muss jetzt ein Schneegebiet sein. Müsste, weil wir haben alles eingestellt. Der müsste jetzt irgendwo auch ein kleiner Part sein. Vielleicht kommt er ja auch nicht. Och, doch, hier in der Ecke ist dieses Schneegebiet. Und jetzt warten wir ein bisschen. Zack. Und die Welt ist jetzt fertig generiert und der PC ruckelt nicht mehr. Und ihr seht, jo. So könnte man sich eigentlich eine Minecraft-Generierung vorstellen, wenn man das Spiel startet. Jetzt habt ihr hier so ein bisschen Wasser. Na klar, wenn ihr diese Größe von diesem hellblauen Block noch vergrößert, dann wird halt mehr generiert. Aber ja, hier seht ihr auch so ein paar Höhleneingänge. Ihr könnt auch hier drinnen rumfliegen und so. Das ist halt nicht das Problem. Hier unten ist sogar ein Lava-Eingang. Könnt ihr auch hier drin fliegen. Okay, die Höhle ist etwas klein. Haben wir eine größere Höhle, Kollegen? Ja, und wenn ihr halt drin fliegt, das ist halt wie im Spectator-Mode. Könnt ihr halt auch sehen, wie weit diese Höhlen hier auch gehen. Alter Schwede. Ja, das ist eine gute Höhlengenerierung. Und ja, hier seht ihr auch die Biome. Hier ist auch Gras. Hier ist einfach die Dürre. Hier ist gar nichts. Okay, fliegen hier einfach Bäume. Hier ist ein Canyon. Natur. Ja, es wurde halt alles überlappt oder überschwemmt, deswegen ist dieses alte Biom weg. Ja, hier haben wir noch so ein bisschen Magma. Hier haben wir noch eine Schlucht. Wer hier reinplumpst, ist einfach stuck für immer. Aber ja, hier könnt ihr im Prinzip wirklich kreativ sein. Ihr könnt hier auch reachen, ihr könnt hier auch alles selbst auswählen und so. Aber ja, das ist euch überlassen. Bei Edit könnt ihr im Prinzip selbst alles zeichnen. Bei Add könnt ihr einfach sagen, yo, ich möchte hier ein bisschen mehr Gras haben, oder bei Minus könnt ihr auch sagen, yo, ich möchte doch kein Gras haben, oder eher gesagt ein Loch. Dann macht ihr einfach so ein bisschen malen, zack, 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 zack. Dann habt ihr hier auch so ein eigenes Loch gegraben. Oder wie ihr sagt, yo, dieser Berg ist ja echt klein, ich will ihn ein bisschen wachsen bringen. Dann könnt ihr auf Grow gehen und dann wächst der ganze Berg. Ist halt ein bisschen schwierig, also ich komme damit nicht so gut zurecht, aber ihr seht, das klappt. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Gras. Haben wir schönen Berg, können wir schön die Steine hier zumachen. E-Road ist halt das Gegenteil, da könnt ihr alles eindellen im Prinzip. Das ist im Prinzip so, als würdet ihr gerade wieder ein Loch graben. Könnt ihr einfach im Prinzip so ein Loch graben. Ja, trotzdem haben wir es da halt ein Loch. Perfekt. Dann Smooth ist, denke ich mal, ja, das erklärt sich eigentlich auch von selbst. Ihr könnt hier ein bisschen glätten. Also wenn ihr so sagt, yo, hier sind zu viele Ecken oder so. Ich will das nicht haben. Beispielsweise hier bei diesem Stein, das ist ja auch eckig. Dann könnt ihr schön hier drüber streichen. Habt ihr es etwas smoother, so richtig hübsch. Zack. So, jetzt habt ihr es etwas hübscher. Flatten. Ja, das erklärt sich, denke ich mal, auch von selbst. Das macht halt alles flach. Wenn ihr sagt, jo, dieser Berg ist etwas nervig, könnt ihr einfach nur drüber streichen und dann ist der Berg irgendwann einfach nur noch im Boden. So, zack, 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 zack. Jetzt ist hier alles flach. Ja. Paint ist, denke ich mal, auch verständlich. Hier könnt ihr auch Sachen einfärben. Natürlich kann man auch entscheiden, was für Material. Hier Basalt oder hier Eis, wenn ihr Bock habt, so auf Eisgebiete oder so. Könnt ihr alles hier gestalten. Sea Level ist halt wieder mit Wasser. Hier ist wieder so ein Teil markiert. Da könnt ihr sagen, wie viel Wasser da drin sein soll. Ich weiß nicht, wie, was ich jetzt da eingeben soll. Keine Ahnung. Create und ja, jetzt seht ihr, hier ist alles unter Wasser. Ja, jetzt haben wir einfach eine Welt unter Wasser. Ich mache es mal zurücksetzen. Zack. So, dann Replace ist natürlich wieder so ein Austausch. Da könnt ihr beispielsweise auch alles durch ein Material austauschen, was bei mir gerade nicht funktioniert. Warum auch immer. Funktioniert es jetzt? Weil ich nehme mal das hier. Zweimal, einfach zweimal. Nein, ich bin jetzt dumm. Ich verstehe. Ich habe es gerade selbst
Ich habe mich gerade selbst verwirrt. So, ihr könnt den Sand auswählen und sagt, jo, der ganze Sand auf diesem Bereich im Blauen soll jetzt einfach Ziegelstein werden. Und ja, jetzt haben wir den ganzen Ziegelstein-Biom, was echt interessant aussieht. Und ja, das ist der Editor für diese Terrain-Sachen. Dann rechts von hier, neben dem Editor, habt ihr die Toolbox. Die Toolbox ist ein bisschen knifflig, Leute. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, was ihr da holt. Also, Toolbox öffnet hier das linke Fenster, was ihr seht. Und ja, hier könnt ihr nach Modellen, nach Bildern suchen, nach Meshes, nach Audios, nach Videos und nach Plugins. Hier müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Wenn ihr halt solche. Also bei Toolbox versteht man im Prinzip Sachen, die andere Spieler hochgeladen haben, die ihr frei benutzen könnt, aber ihr müsst halt wissen, weil hier alles auch mit Programmieren stattfindet, kann es sein, dass die Leute, die halt was hochladen, mal vielleicht ein bisschen Scheiße reinklatschen in die Scripts und deswegen euer Spiel dann kaputt geht oder irgendeine laute Musik dann abgespielt wird. Beispielsweise hier haben wir ganz oben den Neutral Spawn, verifiziert von Roblox. Man sieht auch dieses Symbol. Wenn ihr das Symbol bei einem Ding seht, dann wisst ihr, yo, dem könnt ihr vertrauen, da wird zu 100% kein Virus sein. Und ja, das ist halt diese Spawn-Location, mit der halt der Spieler spawnt. Dann haben wir hier beispielsweise rechts daneben eine Vibe-Kit, die hat sogar eine echt gute Bewertung, deswegen denke ich nicht, dass da ein Virus drin ist. Man könnte aber trotzdem nachschauen. Und ja, das ist eine Skybox. Also die Skybox ist im Prinzip das, was ihr am Himmel seht. Hier seht ihr beispielsweise alles blau und so, da hinten wird es dunkler. Wenn ihr das jetzt anklickt, dann habt ihr halt, ja, diesen Galaxiehimmel. Da könnt ihr auch alles umstellen. Ihr seht, hier ist schon alles pink. Dann geht ihr halt auf Color Correction. Habt unten rechts hier so eine Leiste, da könnt ihr beispielsweise die Helligkeit einstellen, wie hell das sein soll. Der Kontrast, keine Ahnung. Dann hier die Farbe, wenn ihr sagt, yo, ich möchte es grün haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Ja, doch, ihr seht schon am Rand wird es hier so etwas grünlich. Mal gucken, was kann man denn alles noch einstellen. Rot. Okay, rot sieht man auch nicht so heftig. Kann man auch an- und ausstellen. Die Sonnenstrahlen kann man hier alles einstellen. Intensität. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Scheint nicht so. Perfekt. Blur. Halt, wie verschwommen sieht das hinten aus? Ja, bei mir habe ich ja gerade den Fall, dass bei mir warum auch immer nichts funktioniert. Perfekt. Das ist schon belastend. Props haben wir hier auch noch. Aber ja, ihr könnt auch sonst hier auf Lightning gehen. Da seht ihr auch die Atmosphäre. Da könnt ihr auch so selbst so Bilder reinklatschen, aber es kostet halt irgendwas. Beispielsweise hier die Atmosphäre hat die Farbe etwas helles Grau und etwas dunkleres Grau. Keine Ahnung, ihr könnt die Farbe umstellen. Ihr seht, dann im Hintergrund ändert sich die Farbe. Das heißt, wenn ihr Nebelspiele haben wollt, so Spiele, die halt neblig sind, dann nehmt ihr halt so etwas dunkleres Grau oder so. Oder so bei Nacht und so. Wenn ihr halt so blaue, mehr Blau haben wollt, dann nehmt ihr halt das Blaue. Und dann halt die Decay könnt ihr auch alles umstellen. Okay, da würde sogar das Pinke passen. Pink, 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 pink. Aber ihr seht, dann kommen auch so Wolken. Könnt ihr auch so, ja, sieht doch auch hübsch aus und passt es auch zum Hintergrund dazu. Okay, hier ist etwas blau. Kann man auch umstellen. Moment, machen wir hier auch. Ja, komm, machen wir das ein bisschen lila. Dann sieht das hier lila aus und da hinten einfach so ein Pink. Ja, ihr könnt ja eigentlich alles voll umstellen. Aber ich werde mich heute nur schnell jetzt durcharbeiten. So, also bei Toolbox müsst ihr aufpassen. Manche Sachen sind safe, manche haben Viren, die halt euren PC nicht kaputt machen, aber euer Spiel kaputt machen. Da müsst ihr immer aufpassen. Ihr müsst da wirklich aufpassen, was ihr dann nehmt. Beispielsweise diesen Zombie könnt ihr benutzen, der ist verifiziert. Aber so manche Sachen, entweder funktionieren die nicht oder haben Viren. Das ist halt das Ding. Ihr müsst da aufpassen. Ich arbeite ja selbst an einem Spiel, die Traumwelt. Ich passe immer auf. Also immer, wenn ich beispielsweise ein Haus brauche, dann geht ihr auf die Suchleiste, schreibt Haus hin, natürlich auf Englisch. Dann habt ihr hier so ein paar Häuser, hier so Treehouse verifiziert, das Haus. Beispiel könnt ihr Lockhaus auswählen, dann habt ihr hier so ein Häuschen, wenn ihr halt keine Lust habt, selbst zu bauen und so. Könnt ihr es auch so bewegen, vergrößern, vielleicht könnt ihr so ein kleines Babyhäuschen aufbauen. Zack. Jetzt habt ihr so ein kleines Haus, wo kein Mensch reinpasst. Ja, und da könnt ihr auch Möbel so drin machen. Also wenn ihr wisst, wie Möbel auf Englisch heißen und so, Furniture oder so. Vielleicht haben wir auch SpongeBobs Haus, könnt ihr auch alles so reinklatschen. Also könnt ihr wirklich eure Kreativität richtig hier rausknallen. So, ich muss nicht mal gucken, ob hier ein Virus drin ist. Naja, wir machen es mal gleich, weil wir ja sowieso bei dem Punkt gleich ankommen. Dann haben wir rechts von der Toolbox die Parts. Das sind halt, ja, wenn ihr da unten habt, ihr so einen kleinen Pfeil, da könnt ihr entscheiden, was ihr sozusagen in euer Spiel beschwören wollt. Ein Block, eine Kugel oder vielleicht so eine Rampe.
Oder ein Zylinder. Ja, und dann könnt ihr die auch frei bewegen. Ihr könnt die auch größer und kleiner machen, wenn ihr Bock habt und so. Ihr könnt bei so einem Block auch hier zum Rechteck machen oder zu einem Viereck. Ich weiß nicht, ob das jetzt perfekt aussieht. Nee, geht so. Und hier die Rampe, die könnt ihr auch vergrößern, länger machen und so. Und ja, genau rechts von Part steht UI drauf. Das habe ich auch noch nie richtig benutzt, aber was man darunter versteht, ist halt, was auf dem Bildschirm ist. Ich meine, es gibt ja so Spiele, da habt ihr oben links einen Knopf, wenn ihr drauf drückt, dann, keine Ahnung, öffnet sich so ein Shop oder so. Das könnt ihr auch damit machen, so ein Screen GUI, da könnt ihr, keine Ahnung, was wollt ihr, könnt ein Bild einblenden, ihr könnt eine Textbox reinklatschen. Das ist zum Beispiel eine Textbox, die könnt ihr fast überall hinziehen, wenn ihr wollt. Sagt, yo, ich möchte, dass über meinem Spiel irgendwie so eine Nachricht die ganze Zeit drin ist. Dann schreibt ihr als Nachricht, keine Ahnung, willkommen. Ausrufezeichen, da könnt ihr sagen, yo, der Hintergrund soll vielleicht hellblau sein. Also wird nicht das Schönste sein, was ich jetzt hier mache. Weil ihr könnt es auch so auslassen, aber vielleicht 0,1, 0,05 vielleicht. Nee, das will es nicht, okay. 0,1, dann kann man etwas hinter dem Hintergrund schauen. Borderline, das ist halt diese Umrandung, die man hat. Die Umrandung kann man eigentlich auch wegmachen. Da, 0, da hat es gar keinen Rand mehr. Ja. Man könnte halt alles selbst umändern. Klar, jetzt denkt man sich so, ja, der Text ist ja voll klein. Das ist nicht das Problem. Ihr könnt den Text sowieso vergrößern. Und zwar hier, ihr könnt auch die Textart entscheiden, wie welche Textform. Ja, Patrick kennst du eigentlich echt hübsch aus. Und wenn ihr es halt größer haben wollt, ja, könnt ihr auch verschieden experimentieren. Ihr könnt die Farbe vom Text abändern. Ich weiß nicht, was passt zu grün. Oder er hat es gesagt, zu blau. Nehmen wir einfach dunkelblau. So, hier könnt ihr Text scaled. Da drückt ihr drauf, dann wird das automatisch für euch vergrößert. Oder wenn ihr halt selbst Bock habt, drückt ihr, keine Ahnung, 300 als Größe, ist genau gleich 500. Ja, und das ist halt das Maximum. Also, ich denke mal 200 oder 100, ja, 100 ist sogar das Maximum, denke ich mal. Ja, dann habt ihr hier so einen schönen Willkommensknopf, den halt, der halt nichts macht, aber ihr könnt auch so einstellen, dass der verschwindet, was wieder schwer ist. Hier habt ihr so eine Umrandung für den Text. Leider haben wir keinen Rand, deswegen bringt es halt nichts. Wobei, wir können den Rand erschaffen. Oder es geht nicht. Oh, beziehungsweise hat kein Bock bei mir. Wrapped. Kein Plan. Ich habe fast gar nichts ausgetestet. Also ich habe, es gibt viele Sachen, die ich noch nicht bei diesem Screen GUI ausgetestet habe und so. Sieht, das ist auch echt krumm gerade. Und ja. Dann gibt es hier neben den UI gibt es Material. Das ist wichtig, Leute, wenn ihr designen wollt. Ihr habt diese Blöcke, ihr seht. Also Material und Color sind im Prinzip zwei gleiche, deswegen möchte ich die einfach zusammen machen. Ihr seht, Material habt ihr Brick, Cobblestone, Concrete, Cord, Metal, Diamond Plate, Fabric, Foil, Force Field und so. Das sind alles sozusagen Texturen. Ihr geht beispielsweise auf den, dann sagt ihr, yo, ich möchte, dass der wie Gras aussieht, der soll wie, ich weiß nicht, wie Pebbles aussehen, die Kugel soll wie Diamond Plate aussehen und das soll aussehen wie Corrod Metal. Ihr seht hier, die haben ja alle solche Grautöne. Okay, außer der Kollege, der ist wegen dem Metall etwas gerostet. Aber ihr denkt euch so, yo, sieht ja schön aus, dass die jetzt eine Textur haben, aber die haben keine Farbe. Ja, dann geht ihr wieder auf den Block, dann seht ihr hier rechts neben dem Material habt ihr Farben. Dann könnt ihr entweder von hier eine Farbe nehmen oder unten rechts steht ja Brick Color. Könnt ihr unten auf Color gehen, habt ihr es etwas präziser, könnt ihr hier auch einstellen und ihr seht, der Block kriegt jetzt auch eine Farbe, beispielsweise ist ja ein Grasblock. Könnt ihr sagen, jo, etwas grün, komm, so dunkelgrün, dann hier das Teil, ich weiß nicht, in Pink, sieht auch etwas hübscher aus, dann diesen grauen Ball machen wir einfach in Braun und das hier in, boah, welche Farbe ist denn hier schön, hellblau. Und ja, okay, die Kugel sieht sogar echt hübsch aus mit so einem Bronze. Dann habt ihr hier auch Sachen gruppieren, dann Lock, halt Sachen in der Luft, beziehungsweise nicht in der Luft, aber halt allgemein einschließen. Das heißt, ihr könnt die dann nicht mehr bearbeiten, es sei denn, ihr macht dieses Schloss weg und ankern. Und ihr seht, die aktivieren sich erst dann, wenn ich halt was anklicke. Genau wie ganz links Copy, Cut und Duplicate, das kommt auch gleich. Also gruppieren bedeutet, dass wenn ihr beispielsweise, guck mal, ihr könnt beispielsweise mit dem Move-Tool einen Teil bewegen. Wenn ihr sagt, yo, ich möchte aber vier gleichzeitig, dann könnt ihr entweder alle markieren und so bewegen oder ihr nehmt alle
2 beispielsweise drückt auf Gruppieren. Und dann könnt ihr die einfach so bewegen. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit noch Steuerung drücken. Da könnt ihr sie sozusagen in so einer Gruppe haben. Könnt ihr auch so drehen und so. Könnt ihr auch wieder ungruppieren, dann sind die wieder einzeln platziert. Lock habe ich schon erklärt. Wenn ihr das lockt, dann habt ihr halt das Ding, dass ihr halt. Den habe ich jetzt gelockt. Jetzt kann ich mit dem nichts mehr machen. Also weil der gelockt ist, kann ich jetzt ihn nicht mehr verschieben. Ich kann seine Farbe nicht ändern. Es sei denn, man geht halt auf Dingens. Hier drauf. Dann kann man hier auch manuell dann die Farbe ändern und so. Oder wenn ihr halt wollt, dass das wieder weggeht. Unlock all. Zack. So, jetzt könnt ihr den Ball. Okay, bei mir hat es sogar das Gegenteil gemacht. Ja, moin. So, jetzt funktioniert der ja wieder. Jetzt hat er kein Schloss mehr dran. Jetzt könnt ihr ihn wieder frei bewegen. Ja, dann habt ihr Ankern. Also, Anker ist sehr wichtig. Ich meine, früher musste ich mir selbst beibringen, wie man Roblox Studio benutzt. Aber Anker ist eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine, was macht denn ein Anker am Schiff? Es ist ja dazu da, dass das Schiff dann anhält. Also, der Anker fällt runter irgendwo, hakt sich irgendwo ein und dann bleibt dieses Schiff auch stehen. Und genau das macht es mit diesen Blöcken auch. Also, das. Stellt euch einfach vor, diese Blöcke sind keine Schiffe und der Anker ist nicht losgelassen worden. Was passiert dann mit denen? Mit dem Steinchen? Die plumpsen einfach runter, die Kugel rollt einfach sogar weg. Wenn ihr die in der Luft aber jetzt ankert, ihr markiert die alle, dann drückt ihr Anker und dann lasst ihr das Spiel wieder laufen und ihr seht, die fliegen einfach. Das heißt, ihr habt sie in der Luft festgeklebt. Natürlich kann man das benutzen. Das ist eigentlich ganz wichtig mit den Anker, wenn ihr Obbys macht. Weil nicht, dass dann beispielsweise irgendwelche Stages auseinanderfallen, dann könnt ihr die einfach in der Luft ankern. Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen nach links. Hier haben wir Copy, Cut und Duplicate. Copy macht halt genau das gleiche. Ich mache mal das als Beispiel. So. Ich drücke jetzt einmal auf Kopieren. Jetzt habt ihr halt diese Teile und dann drückt ihr halt auf Paste. Und habt ihr, ja, kopiert und eingefügt. Das ist wie bei PC, wenn man halt ein Wort kopieren und einfügen möchte. Das ist genau das gleiche. Ich kann jetzt auch schon wieder Paste drücken, haben wir die dreimal. Dann haben wir hier halt Cut, das heißt, ihr schneidet das raus und könnt es halt wieder einfügen, wie ihr möchtet. Also ihr könnt das wieder einfügen, wenn ihr Bock habt. Also ihr könnt das sozusagen im Zwischenraum behalten. Hier beispielsweise ist auch ein gutes Beispiel. So, Rechtsklick. Ich möchte das jetzt ausschneiden und dann wieder einfügen. Es geht auch hier bei nur einem Stein ausschneiden. Dann will ich den wieder einfügen. Ja, und der ist wieder da. Und ja, duplizieren ist im Prinzip das gleiche. Also, wenn ich sagen wir es so, ihr habt einen von diesen Ballen und ihr wollt vier haben, dann drückt ihr auf duplizieren, zieht ihn zur Seite, jetzt habt ihr zwei. Dann markiert ihr beide, drückt nochmal duplizieren, dann habt ihr jetzt vier. Markiert ihr nochmal, dupliziert ihr schon wieder, habt ihr acht. Und das geht dann immer so weiter. Ja, das ist im Prinzip das mit Clipboard. Jetzt kommt oben die Testleiste. Wir haben hier einmal Play, Play hier und Run. Run ist im Prinzip, dass ihr das Spiel laufen lasst, ohne dass ein Spieler hier auf der Map ist. So könnt ihr gucken, ob beispielsweise irgendwas in der Luft klebt oder etwas nicht geankert ist, beispielsweise das Haus geankert. Könnt ihr dann wieder auf Stopp drücken, dann seid ihr wieder zurück. Dann gibt es auch immer Play hier. Da könnt ihr entscheiden, yo, ich möchte genau dort spawnen, wo ich beispielsweise, ich möchte jetzt genau hier spawnen und nicht irgendwie da hinten. Dann drückt ihr auf Play hier und ihr spawnt genau da, wo diese Blöcke jetzt stehen. Dauert jetzt ein bisschen, bla bla bla. Ja, und ihr seid jetzt hier. Genau da bei dem Blöckchen. Ihr könnt auch oben, steht jetzt drauf Current Client, da könnt ihr oben drauf drücken. Da könnt ihr im Prinzip weiterarbeiten und euren Charakter sogar noch stehen lassen. Einfach so aus Langeweile. Könnt ihr so gucken, jo, was passiert um meinem Charakter gerade herum, ist so zum Testen. Könnt ihr dann wieder auf Stopp drücken. Und da gibt es halt dieses normale Play. Also wenn ihr einen Spawn habt, dann spawnt er halt genau dort. Hier beispielsweise der Fall, hier ist der Spawner, deswegen spawnen wir jetzt hier, wenn wir das Spiel betreten, dann wird als normal. Ja, eigentlich ganz einfach zu erklären. Dann haben wir Game Settings. Das ist was Wichtiges. Das kann man nur machen, wenn man das Spiel auch hochgeladen hat. Da mache ich mal ein kleines Beispiel, okay? Also wir sehen uns beim nächsten Cut gleich in einem anderen Spiel, wo ich halt diese Game Settings drin habe. Also ja, bis gleich. Hier sind wir in einem Spiel, das ich früher mal gemacht habe. Ihr seht schon, es soll so ein Sonic Survival Game sein. Ihr kennt mein altes Video von Sonic Survival, wenn ihr es gesehen habt. Es gehört sogar zu den beliebtesten auf meinem Kanal. Oder zu einem der beliebtesten. Und ja, das Spiel ist öffentlich. Jetzt könnt ihr oben auf Game Settings gehen, wenn ihr das Spiel veröffentlicht habt. So, dann könnt ihr den Namen des Spiels ändern, die Beschreibung, ein Logo, also ein Bild, was man sieht, wenn man halt das Spiel anklicken möchte. Dann Erlaubung. Wer kann dieses Spiel spielen?
entweder nur Freunde, nur deine Freunde, alle oder privat, also nur die, die an dem Spiel arbeiten. Ich könnte auch zusammen, also mit Freunden auch das spielen, aus welchem nächsten Video erklären, wie man halt mit Freunden an einem Roblox-Game zusammenarbeiten kann. Monetarisierung, das ist halt, wenn ihr beispielsweise Abzeichen habt, die halt euch den Spielern Geld, also Belohnungen geben, dass ihr beispielsweise 100 Kills gemacht habt, dann könnt ihr die hier sehen, das Bild, dann den Namen und halt die Beschreibung. Ich habe hier leider nichts, deswegen, ja. Paid Access bedeutet, dass das Spiel Geld kostet, wenn man spielen möchte. Das heißt, wenn man auf der Seite ist und das Spiel spielen möchte, dann steht da entweder Play drauf, wenn es kostenlos ist, oder beispielsweise 10 Robux, dann müssen die ja 10 Robux bezahlen, um in dieses Spiel zu kommen. Private Server sind halt diese guten Server, die kennt man. Wenn man beispielsweise Partyspiele spielt, kann man ja auch private Server machen. Meistens kosten die was und meistens die kostenlos. Da kann man die auch einstellen, so kostenlos, da man kriegt die mit Geld. Sagst du, yo, ein Privatserver kostet 10 Robux. Dann seht ihr, wenn jemand das dann kauft, kriegt ihr 3 Robux. Beziehungsweise durch diesen Marketplace, das ist ja wieder so mit Steuern gedönst. Das heißt, jemand zahlt 10, 3 geht irgendwo hin, ich weiß nicht, wohin die 3 Robux verschwinden und ihr bekommt nur 7 dafür. Developer Products sind halt solche Sachen, die könnt ihr im Game verkaufen, beispielsweise, ich weiß nicht, wie bei Simulatoren, beispielsweise so Eier für Tiere, das sind halt diese Developer Products, da gibt es auch Robux aus, da kriegst du halt so ein Ei und so weiter und so fort. Security ist halt wieder diese Sicherheit, beispielsweise, dass irgendwelche Viren deine Spiele nicht wegteleportieren können, also dass die Leute, die das Spiel dann nicht weggeportet werden und so weiter. Also das könnt ihr euch auch gerne hier durchlesen. Places ist halt sowas wie nennt man das? Wie kann man das am besten beschreiben? Angenommen, ihr habt ein Spiel und ihr möchtet in dem Spiel so mehrere Orte haben, die euch halt wegteleportieren. Beispielsweise ein Game und dann habt ihr so drei Tore, die euch in drei andere Roblox-Games bringen. Dann könnt ihr halt auch da extra Places machen und dann, ja, habt ihr die auch hier in der Liste. Dann Localization könnt ihr einstellen, welcher Sprache wird hier gesprochen. Dann automatische Text Capture, das kann sich auch eigentlich ganz gut erklären. Und so weiter. Dann beim Avatar könnt ihr einstellen, ob die Leute dieses Standard R6 spielen oder R15. Oder ob die es selbst entscheiden, je nachdem wie ihre Charaktere sind. Also R6 ist ja dieses eine, dieses alte Roblox, was sich mit Bewegen angeht. R15 ist dieses realistische. Dann hier die Animation, ob die Standards sind oder ob die von dem Spieler selbst sind, je nachdem, was sie gekauft haben. Kollision, ob die halt von außen oder von innen diese Kollision getroffen wird. Dann könnt ihr einstellen, wie groß die Figuren sein sollen und so weiter. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, also wenn ihr beispielsweise ein Spiel habt, wo ihr sagt, yo, in dem Spiel soll jeder aussehen wie Mario, dann könnt ihr halt, yo, hier Face ID, dann macht ihr halt so ein Gesicht drauf, den Kopf formen, den Torso, was die für Klamotten tragen müssen und so weiter. Das heißt, wenn die reinjoinen, haben die so eine bestimmte Klamottenanzahl. Und ja, hier ist die Welt, hier könnt ihr auch sehen, die Gravitation. Das heißt, wenn ihr springt, habt ihr so eine Mondhöhe, also so Mondgravitation oder habt ihr so eine Steingravitation, dass wenn ihr das hier schneller fallt oder wie so eine Feder rumhüpfen könnt und so. Hier könnt ihr auch einstellen, wie stark die Sprungkraft ist. Das heißt, wenn man springt, wie hoch man als Spieler springt, wie schnell man läuft, wie stark man rutscht und so weiter. Ja, hier könnt ihr auch, wenn zu viele Leute irgendwie Scheiße in eurem Spiel bauen, könnt ihr auch Shutdown machen. Dann könnt ihr das ganze Spiel schließen. Spatial Voice ist halt dieses eine, wie nennt man das? Das ist ja mit diesem Voice Chat, denke ich mal. Und das ist da oben, da weiß ich leider noch nichts. Aber ich glaube, das ist, wenn man ein Spiel veröffentlicht, kann man sagen, yo, ihr könnt das Spiel auch bearbeiten. Also, die können nicht in eurem Spiel einen Scheiß bauen, aber die können das Spiel sozusagen kopieren und für sich selbst nochmal hochladen, um da halt beispielsweise selbst was zu bearbeiten. Aber es ist halt euch überlassen. Ja, wir lassen das so. Ja, dann haben wir oben noch Teamtest und Exit Game. Das ist etwas, das könnt ihr mit Freunden machen. Leider kann ich es euch hier nicht zeigen. Und ja, dann, ich mache jetzt schnell die anderen. Modell ist halt wieder das gleiche wie bei den Parts, also mit Select, Move, Scale, Rotate. Ihr habt als nächstes halt Transform, das ist halt wieder was Neues. Transform ist halt genau wie das Drehen, nur etwas anders, halt ein bisschen mit Zahlen. Also ihr seht hier, wie viel Grad drehen die sich nach rechts oder nach links. Könnt ihr auch etwas so einstellen, wenn ihr Langeweile habt. Das geht auch mit dem Blauen, mit dem Grün, Rot, geht alles. Dann habt ihr hier auch etwas, was ich nicht umstellen würde, also macht es einfach so, wie ich das hier habe, mit Rotate 1 Grad und Move 1,5 Satz. Das bedeutet,
Rotate habe ich auf 1 Grad. Das heißt, wenn ihr das hier dreht, dann dreht es sich immer um 1 Grad. Aber wenn ihr es um 5 Grad habt, dann werdet ihr wie in diesem Uhrzeigersinn beispielsweise so herumdrehen, wie ich es jetzt zeige. Da könnt ihr nicht so präzise machen. Und 1,5 Stats ist halt wie das Bewegen. Wenn ihr euch euren Stein bewegt, dann 1,5 wird dann immer bewegt und so. Je nachdem, wie schnell ihr das macht und so. Dann hier, das sind halt solche, die ich nicht benutze. Diese Private und Arrangement benutze ich leider nicht, aber kann ich euch ja vielleicht irgendwann mal erklären. Dann wieder Parts und Solid Modeling. Das ist halt wieder so eine Sache für sich. Da kann man beispielsweise, ich dupliziere mal zwei Sachen. Beispielsweise, ihr sagt, yo, ich möchte, dass diese zwei Steine zusammen festkleben oder dass ein Stein vielleicht eine Ecke abgerissen wird und so. Dann geht ihr halt hier drauf. Mach ich mir das mal so. So, ich versuche mal diese Steine. Ich versuche mal diesen Stein, upsala, also diesen unteren Stein jetzt so einzumachen, dass der halt abgeschnitten wird. Also dieser Stein ist jetzt beispielsweise die Schere. Ich mache die mal in rot. Das heißt, dieser rote Stein ist die Schere und soll halt das so abschneiden. Dann müsst ihr halt drauf gehen. Modell. So, ich muss gerade nachdenken. Separat? Nee. Ich glaube, man muss beide benutzen und dann separat. Ich weiß nicht, ich komme meistens auch nicht damit so gut klar. Aber ich weiß nur, man kann entweder die Sachen ausschneiden oder zusammenkleben. So, jetzt habe ich es beispielsweise abgeschnitten. Ihr seht hier, der Stein ist abgeschnitten, aber auf einer komischen Art. Jetzt hat er hier so einen kleinen Teil, so ein kleines Dübel, könnte ich auch abschneiden. So, ich möchte diesen kleinen Dübel weg haben, dann zieht diesen Stein so weit wie möglich runter. Zack. So, den kleinen Dübel möchte ich jetzt weg haben, dann gehe ich wieder auf Modell, dann auf Negativ, dann Beiß verbinden und Union. So, jetzt habe ich diesen kleinen Dübel weg. Okay, hier oben habe ich verkackt. Aber ihr seht schon, der hat jetzt etwas abgeschnitten. Jetzt ist das aus, als hättest du mit der Schere durchgeschnitten. Also ja, ich kann mit Schere nicht gut schneiden, sieht man ja hier. Aber ihr könnt auch Steine zusammenkleben. Ich mache jetzt mal hier ein kleines Beispiel. Ich mache mal diesen Stein, ich weiß nicht, in grün. Ich hoffe, ich krieg's jetzt beim ersten Mal hin, weil ich habe meistens selbst Probleme, Sachen zusammenzukleben. So, ich muss gerade nachdenken. Okay, Union zerstört alles, beziehungsweise. Ich mach so. Ich weiß. Ich versuch's, Leute. Ich versuch mein Bestes jetzt. Zack. So, jetzt haben wir den Stein zusammengeklebt. Ich muss gerade kurz lesen. Jetzt haben wir hier, ja, ein Stein, der zusammengeklebt ist. Also ihr könnt die jetzt nicht mehr auseinandernehmen. Die sind jetzt so zusammengeklebt. Ich meine, wenn ihr so Figuren baut, solche Statuen, könnt ihr im Prinzip auch so arbeiten. Dann habt ihr so zwei zugeklebte. Und ihr sagt, yo, vielleicht möchte ich hier so ein Loch haben, dann nimmt jetzt eine Kugel, macht die klein. Machen wir den mal in gelb. So, da wo die Kugel ist, da soll gleich ein Loch drin sein. Weil, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr Bowling spielen oder so. Oder halt Golf. So, die Kugel soll so tief sein. So, dann machen wir den negativ. Dann zack. So. Ja, das macht Sinn. Dann müssen wir es separat. Ne, jetzt haben wir die leider verkackt. So. Jetzt haben wir die Kugel verbunden. Alter, ihr seht schon, ich komme meistens damit nicht klar. Jetzt haben wir die verbunden, anstatt auszuschneiden. Ja, jetzt haben wir einen Salat. Da haben wir jetzt den Salat. Ich versuche es noch einmal, okay? Ich versuche es noch einmal, das jetzt so ein Loch reinzugraben. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich hoffe, ich krieg's hin. Also ich benutze das halt auch nicht so oft. Dieses Zusammenkleben und Auseinanderreißen. Deswegen muss ich jetzt mal selbst nachdenken. So. Negativ. So, jetzt haben wir ein Loch. Okay. Jetzt haben wir hier so ein perfektes Loch. Ja, okay, nicht perfekt, weil hier oben ist wieder so ein Riss. Aber ja, ihr seht schon, das sieht echt dumm aus. Also wenn man das größer macht, kann man sagen, jo, da kann ein Spieler durchlaufen. Da haben wir so einen kleinen Tunnel. Ja, da kann man hier einfach ganz gechillt durchlaufen. Was haben wir hier noch Schönes bei dem Modell? Create, das benutze ich auch nicht. Das hat wieder was mit Verbinden zu tun, mit zu kleben und so. Das benutze ich halt leider überhaupt nicht. Effekte, das ist wieder was Geiles. Und zwar, Effekte sind halt, ja, Explosion oder Feuer. Ich nehme mal Feuer als Beispiel. Da könnt ihr sagen, yo, ich möchte, dass das Feuer schön, oh, guck mal, so ein schönes Blau hat. Wie soll die Hitze sein? Könnt ihr 1 machen, ist das so eine kleine Flamme, 25 ist das höchste, dann habt ihr so eine große Flamme. Könnt ihr sagen, yo, das zweite, also die zweite Farbe für das Feuer, ihr seht es leider schlecht, ich mach mal auf rot. Jetzt seht ihr, hier ist so blau und dann so ein bisschen rot. Ich weiß nicht, da kann man das irgendwie auf,
Ich weiß nicht, was ist denn eine auffällige Farbe? Grün? Ja. Jetzt sieht das ein bisschen komisch aus. Also ihr seht hier, oben ist es orange. Könnt ihr beispielsweise die Farbe auch umändern, so in lila oder pink. Seht ihr hier das Blau? Feuer ist jetzt blau und pink. Machen wir das mal auf 5 oder auf 4. So, jetzt seht ihr hier das Blau und oben kommt noch so ein kleines pinkes raus. Dann könnt ihr die Größe des Feuers entscheiden, also wie fett soll die Flamme sein. So, 30 ist gefühlt einfach Waldbrand, aber es sieht halt hübsch aus mit dem Pink und Blau. Und Timescale ist halt, denke ich mal, wie schnell sich die Flamme bewegt. Ja, jetzt habe ich hier so ein Standbild, perfekt. Sieht halt traurig aus, macht mir auf 1 oder 0,5 oder 0,1. Okay, das sieht eigentlich echt schlecht aus. Das sieht einfach aus. Ja, ihr seht, dass die Flamme dreht sich auch mit der Kamera leider. Weil es halt nichts 3D-mäßig ist. Aber sieht auch schon geil aus mit diesem Partikel. Doch, das sieht eigentlich echt geil aus, wenn man das unter die Map klatscht. Dass dieses Pink dann aus dem Boden kommt, das kann man sich echt geben. Das sieht so echt schön hübsch aus. Ja, da könnt ihr auch wieder eure Kreativität rauslassen. Das ist euch überlassen. Dann haben wir halt einen Spawn hier. Also wenn ihr zu faul seid, einen Spawn aus der Toolbox nehmen, könnt ihr den auch hier manuell machen. Dann ist es auch viel noch sicherer. Dann kommt halt wieder was mit Run Script und so. Das benutze ich auch nicht. Ja, bei Test könnt ihr halt alles testen. Wie sieht es aus auf dem Handy? Oder hier für ein iPhone, wie das halt mit dem iPhone aussieht, wie man spielt. Und so weiter kann man auch wieder zurücksetzen. Drückt ihr wieder auf Device. Da habt ihr die Spieler. Da habt ihr, könnt ihr halt wieder alles umstellen und so weiter. Mute ist halt, wenn ihr die Sounds stumm haben wollt, wenn ihr halt Musik im Spiel habt. Start ist halt, das ist so eine Simulation vom Server. View ist halt wieder was anderes. Da könnt ihr wieder etwas besser arbeiten. Also hier View Explorer und View. Also Explorer und Properties. Das sind halt diese Sachen, die du rechts siehst. Rechts siehst du halt alles, was in der Map ist. Diese komischen rot-grünen, blauen Blöckchen sind im Prinzip diese Figuren. Das sind halt solche Modelle, die haben halt auch Namen. Und so Scenic Face, Scenic, nochmal Scenic und so weiter. Das ist im Prinzip der Überblick, wo ihr halt seht, yo, was habe ich alles in meinem Ding ist schon drin. Hier ist dieser Stein beispielsweise, der hat das Feuer drin. Dann könnt ihr das Feuer auch löschen. Da habt ihr es auch nicht mehr. Jo, dann habt ihr hier auch Asset Manager benutze ich auch nicht. Toolbox benutze ich oft. Object Browser benutze ich auch nicht. Dann hier kommt wieder was mit Skripts und so eine Kacke, was ich überhaupt nicht kann. Ich bin überhaupt nicht gut mit Skripts, aber Command Bar, da könnt ihr auch unten alles aktivieren und so. Also das braucht ihr nicht unbedingt. Also okay, es sei denn, ihr könnt skripten, dann braucht ihr es schon. Dann habe ich hier noch View Selector und so. Ja, jetzt ruckelt mein Spiel. Aber es hat sich aufgehangen. Jetzt habt ihr oben rechts halt so einen kleinen Würfel. Dann könnt ihr jetzt sehen, in welche Richtung ihr sozusagen guckt. So, Front. Das heißt, hier ist die Vorderseite. Das heißt, hier ist sozusagen Norden. Hier ist. Ja, okay, hier ist dann. Na, jetzt muss ich erstmal nachdenken. Nein, wir machen es richtig so. Norden, Süden. Nee. Osten, ja, so. Dann Süden, dann Westen. So. Ich lasse den einfach mal aus, weil ich bin kein Fan von diesem Würfel. Fullscreen, wenn ihr Vollbildschirm haben wollt. Screenshot, wenn ihr halt irgendwie so ein Thumbnail machen wollt, dann macht ihr so, drückt Screenshot und habt ihr halt so ein Dingens, so ein Screenshot eurer Galerie. Video aufnehmen könnt ihr machen, aber die Qualität ist nicht geil, deswegen würde ich empfehlen, einfach wie ich beispielsweise jetzt manuell so aufzunehmen mit einem Aufnahmeprogramm. Show Grid, das braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Aber eigentlich benutze ich hier fast gar nichts, außer halt Explorer und Properties. Oder halt Screenshot und Video Record. Und bei Plugins, das sind halt wieder solche Sachen. Da erkläre ich euch später, was man mit denen macht. Das sind halt Sachen, die installiert ihr. Und ja, die erkläre ich euch irgendwann mal. Also ja, was erkläre ich euch noch kurz, bevor ich das Video beende? So, Explorer ist im Prinzip das, was euch anzeigt, was in eurem Spiel drin ist. Also Workspace hat alles drin. Also eure Spawn-Orte, eure Figuren, die ihr drin habt, alle Blöcke, die ihr platziert habt. Ihr könnt, wenn ihr beispielsweise 4 Steine, wie ich euch gezeigt habe, in so einen Teil zusammen markiert oder gruppiert, dann habt ihr halt ein Modell. Das heißt ein Modell. Ihr könnt es auch umschreiben und so wie der Name heißt. Ihr könnt ihr auch Rechtsklick drücken. Dann geht ihr auf Rename, schreibt, keine Ahnung, Wurst hin und so, keine Ahnung. Dann sind halt hier diese Standardsteinchen. Da hat er bestimmt ein Bild von Scenic. Das sind halt diese Wände als Beispiel. Dann habt ihr unten noch Players. Da könnt ihr auch vieles, vieles einstellen. Also wenn ihr halt Spieler drin habt und so. Belichtung ist wirklich das Beste. Ambienz, da könnt ihr die Helligkeit einstellen, ob da Dingens, ob die Sonne irgendwo scheint oder so, wie viel Uhr es ist und ob das Spiel super dunkel sein soll, obwohl es hell ist oder andersherum bei Dunkelheit ultra hell. Das könnt ihr alles hier einstellen.
hier auch den Nebel und so. Die beiden benutze ich auch eigentlich fast gar nicht. Das ist halt mal wieder was mit Server, genau wie dieses hier und Server Storage. Also Server Storage ist das, was euer Spiel speichert. Also wenn ich in eurem Obby 500 Stages erreicht habe, dann wird das Server Storage alles für euch ja drin behalten. Starter GUI ist wie gesagt dieses eine mit dem Willkommen, was ich noch gemacht habe, diesen kleinen Bildschirm oder Knopf, eher gesagt, der nichts konnte. Starter Packs sind die Items, die man im Spiel schon anfängt. Beispielsweise wenn ihr ein Schwertspiel habt, wo man mit Schwertern kämpfen soll, dann klatscht ihr einfach ein Schwert ins Starter Pack und wenn ihr das Spiel spielt, dann habt ihr dieses Schwert auch in eurem Item oder in eurem Inventar. Start Player, da ist auch wieder, könnt ihr alles einstellen, dass der Spieler beispielsweise mehr Leben hat, wenn er anfängt und so. Sound Service geht halt um Musik und so weiter. Chat geht halt um Chat, dann könnt ihr die Chatblasen oder die Sprechblasen umändern und so weiter. Das bin ich mir nicht sicher, was es ist, weil ich benutze das auch nicht. Und ja, eigentlich habe ich schon das Größte erklärt. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, aber wenn ihr das bis zum Ende geguckt habt und alles, wie ich halt jetzt angeguckt habe, dann könnt ihr im Prinzip mit dem, was ich euch erklärt habe, jetzt eigentlich schon anfangen, Roblox-Games zu machen. Ich meine, ihr wisst jetzt, wie man die Kamera benutzt oder beziehungsweise wie man sich hier bewegt. Ihr wisst, wie man jetzt Blöcke platziert, wie man sie umfärbt, wie man sie in der Luft kleben lässt. Welches Material die haben können. Und ich weiß nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben, Kepper, wie macht man ein Obby oder so? Kannst du uns erklären, wie man ein Obby oder ein Tycoon macht? Ich werde mein Bestes geben. Ich bin kein Programmierer, aber ich kann euch Tutorials geben, wie man ein Obby gestaltet oder wie man ein Tycoon gestaltet. Das sind zwei Sachen, die echt einfach sind. Also Obby und Tycoon sind wirklich die einfachsten Sachen, die ihr kreieren könnt. Simulatoren ist wieder was anderes. Da müsst ihr entweder guckt ihr euch amerikanische YouTuber an, die halt das erklärt haben, oder ich gucke die an und versuche das auf Deutsch zu übersetzen für euch und mache daraus halt auch so ein Video, also wenn ihr Bock habt. Ihr könnt mich gerne auch ein paar Sachen abfragen und so. Und ja, also wenn ihr sagt, yo, das Spiel sieht echt gut aus, dann geht ihr oben auf File. Dann könnt ihr entweder Save to Roblox, hier Publish, dann könnt ihr es hochladen. Save to File, das heißt, ihr könnt das als Datei speichern, das heißt, wenn ihr es auf eurem Desktop speichert und wieder drauf sind, dann seid ihr in dem Game drinne. Zwar ist es nicht auf Roblox öffentlich, aber ihr könnt es halt trotzdem dann benutzen. Hier kommt dann auch wieder Game Settings, dann könnt ihr halt wieder, ja, wie gesagt, diese Sachen einstellen und so. Dann habt ihr auch Studio Settings. Das ist für Roblox Studio, also wie schnell eure Kamera sich bewegt. Also wenn ihr keinen Bock habt, die ganze Zeit mit dem Mausrad zu drehen, dann könnt ihr hier auch die Geschwindigkeit abstellen und so oder umändern. Hier könnt ihr auch Dark Mode und so umstellen, Script Editor, wie groß denn sollen die Schriftart sein bei einem Skript. Dann die Gra hier Editor Quality Level. Also wenn ihr einen guten Grafik-PC habt oder einen guten PC habt, dann solltet ihr wirklich hier die Grafik auf Level 21 machen, weil das ist das Höchste, was ihr mit der Grafik machen könnt, weil dann seht ihr, wie schön hier beispielsweise alles aussieht. Also ich habt ihr dann die schönste Grafikqualität, was mit Schattierung und so angeht. Und ja, also wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, dann sagt Bescheid, ich kann vielleicht ein Video für euch nochmal machen, wo ich euch halt erkläre, was man hier macht und so, also wie man beispielsweise Figuren zum Leben erweckt und so weiter. Ich kann euch vieles erklären. Ich habe auch Leute, die können auch skripten, die können euch dann auch beispielsweise erklären, wie man was macht und so. Also ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und wenn ich was ausgelassen habe für den Anfang, dann schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Also ich habe jetzt das erklärt, was man eigentlich braucht, wenn man Roblox zu benutzen will. Also ich habe euch gerade das Basic erklärt, also wie man sich bewegt, wie man Blöcke spawnt, wie man die festklebt, wie man die umfärbt und so. Das ist eigentlich das, was man am Anfang wissen muss für Roblox Studio, weil wenn du das halt nicht weißt, dann kannst du mit dem Programm leider nichts anfangen. Aber ja, das ist im Prinzip mein erstes Video zu Roblox Studio, weil ich habe gesehen, es gibt echt wenig deutsche YouTuber, die halt über Roblox Studio erklären, weil ich kenne es nur von amerikanischen, dass die halt erklären, wie man sich bewegt und so. Ich habe es bei deutschen YouTubern leider nicht so oft gesehen, deswegen denke ich mal, bin ich einer der Ersten, die es macht. Aber ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst wirklich ein Like da, abonniert, kommentiert, teilt das Video weiter. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann mal in einem neuen Roblox Studio Video oder vielleicht in einem ja, ganz normalen Let's Play. Tschüss, Leute.